Hallo Leute, ich mache wieder ein neues Video, auch wieder Mathematik, die Struktur, Teil 1. Und zwar, warum Struktur? Also Mathematik ist eine Strukturwissenschaft und ich versuche jetzt die Mathematik jetzt so weiterzuführen, dass man die also in Strukturen. Also ich werde dann jetzt nicht mehr konkret Elemente aus einer Menge nehmen, sondern ich werde jetzt einfach nur die Mengensymbole dafür verwenden. Ne? Also ich könnte jetzt sagen hier A, Element aus den natürlichen Zahlen. Entschuldigung. Meinetwegen auch noch B. So. A und B. Das sieht ja aus wie so ein. So, A und B. Aus den natürlichen Zahlen. So. Und da könnte ich jetzt sagen: A plus B. So. Und ja. Was ist das wiederum? Das muss eine natürliche Zahl sein. Ne? So, und ich werde das jetzt aber so machen, dass ich nicht mehr mit konkreten Elementen, sondern ich mache das jetzt so, dass ich dann jetzt sage, eine natürliche Zahl plus eine natürliche Zahl ergibt wieder eine natürliche Zahl. So. Ja, da fangen wir doch gleich mal an. Also, eine Menge, die natürlichen Zahlen, plus natürliche Zahlen. Ich gleich stehen lassen können. Ist gleich eine natürliche Zahl. So. Hier habe ich nicht die 0 mit hingeschrieben. Ne? War auch Absicht. Wenn ich jetzt aber die 0 mit dazu nehme, also auch wieder die Menge, also die Menge der natürlichen Zahlen mit der 0 plus eine natürliche Zahl ergibt wieder eine natürliche Zahl ohne 0. Weil wenn ich hier angenommen, ich hätte jetzt hier eine 0 drin stehen. Also ich würde jetzt sagen, okay, ich nehme jetzt das Element 0. Also die 0 als Element. So, plus eine natürliche Zahl ohne die 0. Dann habe ich ja wiederum eine natürliche Zahl, aber eben ohne die 0, weil die 0 kann es nicht sein. Ne? So. Weiter geht's. Andersrum ist allerdings das gleiche. Wenn ich jetzt eine natürliche Zahl plus eine natürliche Zahl mit 0 ist gleich eine natürliche Zahl. Leuchtet ein, ne? So. Das ist immer was ganz verrückt. Wenn man jetzt, wenn jetzt beide, ne, 0, so, auch wieder, 0, ist gleich. Und jetzt kann es ja sein, dass tatsächlich die Menge der natürlichen Zahlen, aber mit der 0. Es kann ja auch mal 0 ergeben. 0 plus 0 kann ja auch 0 sein. Ne? So, also hier ist klar, ne?
eine natürliche Zahl ohne die 0, also außer die 0, plus eine natürliche Zahl, außer die 0, ist wieder eine natürliche Zahl. So, und jetzt folgendes. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, die Menge der natürlichen Zahlen, ne, also irgendein Element daraus, mit 0, und jetzt wird's schwierig, wenn ich jetzt ein Minus eine natürliche Zahl mache, das kann nicht immer stimmen. Wenn ich jetzt sage, dass ich wieder eine natürliche Zahl erhalte, das kann nicht immer stimmen. Wenn ich jetzt meinetwegen hier eine 0 einsetzen würde und hier aber keine 0, also wenn das größer als die natürlichen Zahlen, das muss ja größer als 0 sein. So, da habe ich doch schon ein Problem. Also, da müsste ich schon mal sagen, das muss dann die Menge der ganzen Zahlen sein. So, ja, das sieht furchtbar aus, ich weiß. Ich mache das nochmal, das gefällt mir so nicht. So, das müssen dann die ganzen Zahlen sein. So, ich kann jetzt nicht sagen mit 0, weil wenn ich eine natürliche Zahl mit der 0 minus eine natürliche Zahl, obwohl, nee, die 0 kann auch mal rauskommen, wenn die beiden gleich sind, dann kann auch die 0 mit rauskommen, doch. Ja, kann man mal sehen. Da kann auch tatsächlich die 0 rauskommen. Also ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, da kann nie die 0 rauskommen, aber das stimmt ja dann gar nicht mal. Okay. Ja, weiter geht's. Wie sieht's denn aus, wenn ich sowas mache? Minus. Ja, hat's ein bisschen gehackt. Auf der Aufzeichnung. Minus die natürliche Zahl mit 0. Das muss dann auch wieder eine ganze Zahl sein, ne? Allerdings auch mit 0. So. Und ich mache mal hier oben weiter. Oder? Ja, ja, gibt es ja noch ein paar Sachen. Wenn ich jetzt noch die... Oh nee, das geht gar nicht. Das, nee. Auch nicht. Gefällt mir alles nicht. So, schon besser. Eine natürliche Zahl minus eine natürliche Zahl. Kann dann nur noch eine ganze Zahl sein. Mit 0. So. Weiter geht's. So ein bisschen, ich muss ein bisschen überlegen. So. Also ich habe nirgendwo was geschrieben oder so, also wo ich was ablesen kann, sondern ich mach das jetzt einfach so frei aus dem Kopf. So. Da müsste ich jetzt alles durchhaben. Mit 0, ohne 0.
ohne 0, mit 0. Ohne 0, ohne 0. Irgendwas fehlt mir doch da noch. Beides ohne 0, ne? Beides mit 0. Beides ohne 0 habe ich hier schon. Auch beides mit 0. Minus. Beides mit 0. Ist gleich eine ganze Zahl mit 0. So, das wird so langsam flüssiger. So, wie sieht das denn aus mit den ganzen Zahlen? Eine ganze Zahl plus eine ganze Zahl ergibt wieder eine ganze Zahl. So. Eine ganze Zahl minus eine ganze Zahl ergibt auch wieder eine ganze Zahl. So. Eine, ja, nochmal hierzu, zu dem Ganzen. Bei den ganzen Zahlen, das kann ja auch negativ sein. Da kann es auch negativ sein. Aber, also wenn ich da die Addition, das führt ja nicht raus aus den ganzen Zahlen. Brauchen wir keine Bereichserweiterung. Wie sieht es denn jetzt aus, wenn ich eine ganze Zahl plus eine rationale Zahl? Da kann es jetzt sein, es kann eine ganze Zahl bei rauskommen. Ne, weil die rationalen Zahlen sind in der Obermenge der ganzen Zahlen. Ne? Also in den rationalen Zahlen stecken auch die ganzen Zahlen drin. So, aber es wird jetzt nicht reichen, wenn ich jetzt sagen würde, dass eine ganze Zahl rauskommt. Da muss eine rationale Zahl rauskommen. Und genauso ist es dann auch umgedreht. Ne? Eine rationale Zahl plus eine ganze Zahl muss dann auch wieder eine rationale Zahl sein. So. Dann eine... Jetzt gehen wir mal in die andere Richtung. So machen wir das dann mit den irrationalen Zahlen. Achso, ja, was ich hier noch machen könnte, da fällt mir gerade noch ein. Wie sieht es denn aus, wenn ich eine ganze Zahl plus eine natürliche Zahl, allerdings mit 0. Da muss eine ganze Zahl rauskommen. Ja, weil ganze Zahlen, die können ja auch negativ sein. Ja. Mit dem Plus und Minus, das spare ich mir jetzt. Man könnte jetzt auch sagen, okay, Entschuldigung, eine ganze Zahl, die ganzen negativen Zahlen. Das wäre auch ein Ding, ne? Dass man jetzt nur im negativen Bereich bleibt. Zum Beispiel so. Ganze Zahlen, das wäre dann nur im negativen Bereich. Plus eine ganze Zahl. Aus dem negativen Bereich.
das muss wiederum sein eine ganze Zahl, aber nur im negativen Bereich. Weil eine, wenn ich jetzt eine ganze Zahl habe, das, nee, das schreibe ich nicht dahin, das schreibe ich mal hier noch daneben. Eine ganze Zahl, ne, aus dem negativen Bereich. Das könnte ja das gleiche sein wie eine ganze Zahl minus eine natürliche Zahl. Ne? Ist gleich eine ganze Zahl, aber eben nur negativ. Also die negativen ganzen Zahlen. So. Ja. Weiter geht's. Dann gehen wir mal in die irrationalen Zahlen. Oder ich mache die rationalen Zahlen, die mache ich mal noch mit den natürlichen Zahlen. Also eine natürliche Zahl mit 0 lasse ich jetzt mal weg. Oder ich kann die 0 hinschreiben mit 0. Plus eine rationale Zahl muss gleich eine rationale Zahl sein. So, genau das gleiche ist wieder mit einer rationalen Zahl plus eine natürliche Zahl mit der 0. Muss auch wieder eine rationale Zahl sein. So. Das sollte soweit klar sein, ne? Das mache ich jetzt mal wieder weg. Ich brauche den Platz. Obwohl, ich kann es eigentlich noch stehen lassen. Ich kann ja ein bisschen weiter unten weitermachen. Und das muss ich allerdings noch mal wieder gucken, was ich da alles jetzt schon habe. Die natürlichen Zahlen habe ich eigentlich alles durch, ne? Ja. Da habe ich soweit alles durch. Jetzt mal rein die Addition erstmal betrachtet. Multiplikation, Division, das machen wir alles später noch. Obwohl die Division, die steckt ja hier eigentlich auch schon drin in den rationalen Zahlen. Da ist ja schon Division mit drin. Weil es ja ein Bruch ist. Jede rationale Zahl ist ja durch einen Bruch darstellbar. So. Dann machen wir das Ganze mit den irrationalen Zahlen. Also eine natürliche, ich fange mit den natürlichen Zahlen wieder an. Eine natürliche Zahl plus eine irrationale Zahl muss eine irrationale Zahl sein. Hier mache ich die 0 noch mit hin. So, das gleiche. Eine rationale Zahl plus eine natürliche Zahl ist auch gleich wieder eine irrationale Zahl. Mit 0. So. Ja. Mit 0 dann, ne? Die natürliche Zahl mit 0. So. Eine, ein bisschen deutlicher noch machen. So. Dann eine
natürliche Zahl mit 0 minus eine rationale Zahl ist gleich eine irrationale Zahl. Ich hätte rationale Zahl gesagt, irrationale Zahl. Also eine natürliche Zahl mit 0 minus eine irrationale Zahl muss eine irrationale Zahl sein. So, dann wieder eine dann nehmen wir mal eine ganze Zahl. Plus eine irrationale Zahl. Oder nehmen wir erstmal eine rationale. Mit rationalen Zahlen hatte ich schon, ne? Ja, das habe ich schon. Mit irrationale Zahl ist auch wieder eine irrationale Zahl. Dann eine irrationale Zahl. Naja, das sieht Mist aus. Fällt mir nicht so wirklich, aber naja, gut. Plus eine ganze Zahl. Ist gleich eine irrationale Zahl. So, und das gleiche machen wir jetzt mit der Subtraktion. Eine ganze Zahl minus eine irrationale Zahl ist gleich eine irrationale Zahl. Dann eine irrationale Zahl minus eine ganze Zahl. Gleich eine irrationale Zahl. So. Weiter geht's. Eine irrationale Zahl plus eine rationale Zahl muss eine irrationale Zahl sein. Dann eine rationale Zahl plus eine irrationale Zahl muss auch eine irrationale Zahl sein. So. Das gleiche mit der Subtraktion. Eine irrationale Zahl minus eine rationale Zahl ist gleich eine irrationale Zahl. Und zwar ist es eigentlich eigentlich fast schon selbst erklärend, weil ich eine Bereichserweiterung mache. Also ich musste eine tatsächliche Bereichserweiterung machen. Das erste Mal eine Bereichserweiterung musste ich ja machen bei der Subtraktion der natürlichen Zahlen. Habe ich ja gesagt. Also da kann ja diese natürliche Zahl, diese hier, oder eigentlich, ja, wo war das erste Mal hier? Die hier, die kann ja größer sein als die hier. Dann wird es negativ. So, und die negativen Zahlen ist ja, oder die negativen ganzen Zahlen, ist ja eigentlich eine ganze Zahl. Ist ja aus der Menge der ganzen Zahlen. Wenn ich jetzt allerdings gesagt hätte, hier nur die positiven ganzen Zahlen, dann wäre es wieder falsch. Ne? Dann ist es ja falsch. Also da muss ich bei den ganzen Zahlen bleiben. Was natürlich sein kann, dass die hier größer ist als die, dann bleibt es auch in den ganzen Zahlen.
Das heißt also, die Subtraktion, kann man so sagen, die Subtraktion ist nicht abgeschlossen. Ne? Die Addition bezüglich der natürlichen Zahlen ist ja abgeschlossen. Also egal, was für eine natürliche Zahl ich auf eine natürliche Zahl drauf addiere, erhalte ich immer wieder eine natürliche Zahl. Ne? So, und das ist ja dann ganz klar, dass eben eine natürliche Zahl minus natürliche Zahl, da kann es natürlich dann passieren, dass es in die negativen Zahlen reingeht. Ne? Deswegen ist die Subtraktion in Bezug auf die natürlichen Zahlen nicht abgeschlossen. Ein bisschen weiter runter. So. Wo waren wir jetzt noch stehen geblieben? Das machen wir noch mit den. Jetzt kann man noch sagen, eine irrationale Zahl. Das ist jetzt eigentlich nahezu trivial. Plus eine irrationale Zahl muss auch wieder eine irrationale Zahl sein. So, dann eine irrationale Zahl. Oh ne, das gefällt mir jetzt nicht. So, richtig schönes J hier. So, zack. Minus eine irrationale Zahl muss dann auch wieder eine irrationale Zahl sein. Ja, man könnte jetzt mit Beschränkungen und Plus, Minus und sowas alles, ne, das lasse ich jetzt hier mal weg. Hier will ich das immer nur allgemein betrachten. So, das soll es fürs Erste gewesen sein. Im nächsten Teil mache ich weiter. Okay, schönen Dank.